Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu Lost in Random. So, wir machen uns jetzt auf den, blam, kurz, blauen Faden zu suchen. Das ist dieser Herr hier, glaube ich. Reden wir mit ihm. Hello there. That's a fine dice you've got there. Reminds me of QB. Sie war nicht zufällig deine beste Freundin? He was. There was a time when he was me and QB. She was my dice. We did everything together, fought for people too. Not like heroes, but we did good where we could. It was a good life, and then the No Dice War came to town. And there was a big climactic fight at the Quarterstone Arena, and, you know, we rolled a... Oh, and we lost. Oh. And afterwards, I couldn't face that. Face her. Wie war der keine Würfelkrieg? The Queen completely destroyed this once majestic town. You can see the rubble now and think you can imagine what the city was like, but you can't. This here used to be a place of honor and honesty, of music and magic. We rebuilt, but we lost so much. It's not the same. The new Vorburg, it's twisted reflection of what was. After that, QB and I went our separate ways. I thought so often trying to find her, but as time went on, it just seemed bigger and bigger until there was simply too much to apologize for. And so I never have. Oh nein. Hast du versucht, sie zu finden? No, I couldn't. I can't. You'd better watch out yourself. That dice you've got could get you some unwanted attention. Ich habe einen Würfel, wir könnten helfen. How? Find QB, enter the arena and win the fight I never could. It'd only be a symbolic victory anyway. The Queen's too strong now. But it would be a black eye for her. Yes. She hates people messing with her rules. If you could win that arena fight, that would put a smile on my face. You know, I don't even know your name, but I like your attitude. And if you do decide to face that arena, then I wish you luck. Machen wir für ihn, oder? A game arena is now ready for new challenges. Das machen wir auf jeden Fall. Müssen wir sogar. Okay, wo kann das denn sein? Da gibt es erstmal Kohle wieder. Ja, da oben, ne? Warst du hier schon drin, Dicey? Ja, geh doch mal da rein. So, wir gucken mal, was wir gleich da machen können in der anderen Arena. Hier war das nicht. Das muss ja hier unten irgendwo bei ihm sein in der Nähe, ne? Müssen wir dafür da hoch? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal da hoch kurz. Hm. Ja, es sieht doch aus wie das Ding hier, oder nicht? Da hinten ist noch ein Poster. Das holen wir uns doch schnell nochmal weg. There you go. Keep it? Why would you want to keep it? Also wir müssen jetzt nochmal finden, da das blaue Ding, dieser Raum, wo wir gerade rein konnten. Muss man von hier oben irgendwie sehen können. Oder kann man das nicht sehen von hier oben? Das wäre ja ein bisschen albern. Oh, hier ist richtig Kohle. Geh mal runter. Ah, da hängt was. Dann geht er nicht runter. Achso.
Also warte mal. Da stimmt ja irgendwas nicht. Irgendwie sind wir falsch abgebogen irgendwo. Machen wir einfach nicht rein. Gehen wir hier runter. Also da ist er. Und er sagt ja, wir sollen da irgendwo rein. Also muss er hier irgendwo sein, oder nicht? Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich habe noch einen anderen Weg gesehen, wo links gehen könnten. Hier kann das sein, ne? Okay, hier ist irgendwas anderes erstmal. Na gut, müssen wir das mal kalt machen hier. Oh. Oh, da machen wir den. Oh, Mist. Weg hier. So, nochmal werfen kurz. Der Geist von Zweistadt manifestiert sich in Form eines Hammers. Drücke X, um zuzuschauen, halte X für einen Schwingangriff. Probier das mal. Sieht schon ziemlich cool aus, oder? Oh. Okay, was können wir jetzt noch bekommen? Was Schönes? Ganz geiles Teil eigentlich. Oh, er macht wieder so einen Schwinger da. Guck mal, das passt ja. Ein bisschen Leben noch dazu. Na komm, die müssen wir umhauen hier. Oh Mann! Das kann ich ausweichen. So, das ist auch weg. So, das Schwert ist auch gleich weg. Oh. Mal kurz was werfen nochmal. Den behalten wir. So.
War es das jetzt? Nee. Komm her, du. Das war's jetzt, ne? Ja, okay. Ein paar Münzen bekommen wieder. Aber hier wollten wir eigentlich gar nicht hin, ne? Nur mal so nebenbei. So. Müssen wir mal gucken. Aber wir können mit Ihnen jetzt reden hier. I hate gaming. That's right. I said it. I hate gaming. Hey, du bist Elmer, oder? Ah, you spoke to my friends. Of course you did. Oh, look at me. Asking a kid what I should do with my life. But I am asking. What do I do, kid? Go back to speculating on games to fit in? Or give it up and risk being lonely forever? Ist das Leben nicht selbst eine Spekulation? What, everything's a game? Simply because we live in a world with giant board game arenas ruled by a queen who decides our fates with the roll of a random dice? That actually is a fair point, kid. Oh, maybe you're right. Well, bye forever! So. Auch geschafft. Aber das ist nicht unsere Quest gewesen, ne? Zu Elmas Freunden gehen wir noch, aber jetzt muss ich einmal diese blöde Arena suchen da. Nervt mich gerade, dass ich die nicht finde. Also er ist ja hier, ne? Und wo ist diese Arena hin? Wo ist die denn? Warte mal. Da hinten. Kann das sein? Da oben ist sie. Da müssen wir rein. Okay, dann müssen wir hier hoch. Ah, okay. Doch nicht so schwierig zu finden. Ah, gut. Ich bin gespannt. Klicke-di-klack, klicke-di-klack. Oh komm, wir können auf jeden Fall was ordentlich was kaufen bei ihm. Lass mal gucken, was es noch so gibt. Ah, was ist das denn? Achso. Würfelschneider. Kaufen wir einfach mal. Viererlanze. Kaufen wir auch mal. Dann machen wir nochmal einen auf Joker. Okay. So. Hier, was ist denn das? Dicker Fisch. Beschwöre eine Würfelunterlage. Wenn du darauf stehst, wird sie aufgeladen. Wenn sie geladen ist, würfelst du garantiert die höchste Zahl auf deinen Würfel. Solange du auf der Unterlage... Das ist natürlich ganz geil, ne? Das ist echt ganz geil. Was ist das hier? Meisterziehung. Was für ein Glück. Die großzügige Würfelunterlage gibt Even 2 Kartentoken. Oh, das nehmen wir auch mit. Das ist sehr gut. Das da müssen wir auch kommen, das Ding. Da oben, das können wir erst beim nächsten Mal. So, warte mal. Ich muss mal kurz die Karten mischen hier. Da. Also, guck, was haben wir nochmal hier? Ganz nach oben. Also, Gesundheitselixier, klar, brauchen wir. Dreierschwert, nehmen wir natürlich auch mit. Segen des Würfelspielers, war gut. Glückliches Händchen, ist auch gut. Hand des Schattenmanns, praktisch. Kristallfluch mag ich auch. Wenn du verringert die Lebensdauer. Okay, das nehmen wir mal kurz weg. Ist zwar praktisch, glaube ich, aber ich nehme trotzdem was anderes. Bombe ist auch ganz praktisch. Das Ding fand ich ganz gut, aber ist auch sehr teuer, ne? Der Hammer ist auch ganz gut eigentlich gewesen. Ich schmeiß mal die Bombe raus. Dann gucken wir mal hier, pass mal auf. Das ist diese Lanze, ne? Okay, warte mal. Ach, das ist ein größeres Lebensexe. Wir sollten das mal mit reinnehmen. Das machen wir auch mal gleich. Können wir schon mal mit reinnehmen. Den Faden nehme ich jetzt nicht mit rein. Der ist zwar irgendwie ganz nett, aber nehmen wir trotzdem mit rein. Ah, hier, pass mal auf. Den nehme ich auch mit rein. Und dann
Wenn wir von oben Gesundheitssektor einen rausnehmen. Brauchen wir noch einen drin haben, oder? Hä? Warte mal. Superlex hier ein und Gesundheit ist hier. Kann ich da nicht. Jetzt habe ich es rausgenommen. Jetzt habe ich aber einen Platz frei. Ach so, jetzt ist Gesundheitselix hier da. Okay, dann können wir noch einen anderen reinnehmen. Ich nehme noch mal. Oh, vier Lanzen nehmen wir rein. Ja, so. Und jetzt geht's rein in die Arena hier. Würfeln wir. Die Jagd der Königin. Klingt schon wieder ein bisschen spannend, muss ich zugeben. Alter, ist das ein langer Weg. Oder? Ah, okay, es gibt zwei. Ziel des Beispiels ist, das Ende zu erreichen und die verbliebenen Gegner zu besiegen. Sei vorsichtig, bei diesem Beispiel folgt dich eine tödliche Spielfigur, die alles und jeden auf ihrem Weg verletzt. Okay. Drei sogar, nicht schlecht. So. Bringt uns gar nichts, aber den nehmen wir mit rein. Und den nehme ich jetzt einfach. Okay. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass der mich natürlich nicht trifft. Das kann er eigentlich nicht. Darf ich noch kurz hier hinlaufen? Oh, hab ich selber getroffen, war ich dumm. Da. Würfeln wir mal eine Würfel. Und jetzt macht der nicht mehr Sinn, ne? Mit die Lanze mit. Mal gucken, was die macht. Oh, fuck. Oh.
Oh, weg hier! So. So, ich werde meinen Würfel hier würfeln. Ich habe nämlich kaum noch Leben, sehe ich gerade. Natürlich total dumm von mir. Trotzdem noch kein Leben, nur mal so nebenbei, ne? So, das war jetzt dumm, jetzt habe ich natürlich die Dingswaffe weggenommen, aber egal. So, ist durch die Wand durch. Leben brauche ich. Ein bisschen Leben! So. Schön voll. Hammer geiles Ding eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf. Wir haben den Hammer noch. Den behalten wir. Und ja, ist die Frage. So. Muss ein bisschen weggehen hier. Und dann. Ja. Das ist auch weg. Und wir können wieder würfeln. Leben haben wir genug. Dann müssen wir irgendwas machen, ne? Lass das Ding einfach auch einfach raus, was soll's. Alter, wird immer enger hier gerade, ne? Müssen wir irgendwas reißen jetzt? Hm, begibt tun wir es auch. Und den Einerbogen nehmen wir auch, so. So, da kommen wir durch. Wir müssen auch gleich weiterlaufen. Oh Mist. So, dann mal was würfeln hier. Durchblinzeln. Und vergiften nochmal. Schauen wir hier hin. Und look it. Oh oh. Oh, müssen sie weg! Müssen sie weg! Jetzt wird euch tot. Da kommt nicht schon die Mauer. Oh, bloß den Würfel würfeln. Wir müssen hier durch die Mauer durch, sonst haben wir gleich schon verloren. Ein bisschen Leben. Die Lanze, das ist unsere jetzige Waffe weg, ne?
Na, was soll's. Das muss schnell sein, aber gleich. Mal wieder? Zwei. Okay. So, die Lanze war eh weg fast. Gehen wir erstmal hier hin, ne? Dann haben wir fast schon gewonnen, oder? Das war's, glaube ich, ne? Finde den blauen Faden. Das haben wir geschafft. Oh, gut. War auch ein langer Kampf, muss ich zugeben. Ein bisschen nervig auch, ne? So, Reginald. Der war ja irgendwo hier unten in diesen komischen Gassen, ne? Kurz hinziehen. Man kann auch direkt hier runterlaufen, oder? Einfacher. Here who don't care about that, Dicey. I think there's some people here who don't care about anything. Oh, hier war's nicht. Da, wo wir am Anfang waren, ne? Vielleicht mal Geld mitnehmen. Hallo, Manny. Wir laufen mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Wir kennen uns ja hier super gut aus, deswegen. Wir wissen ja genau, wo alles ist. Ich kenne mich hier aus wie in der Westentasche. So, da sehe ich auch schon das Ausrufezeichen. Das muss ja hier oben sein. Perfekt. Da ist er. Hallöchen. Have you won the fight? Yes. Das habe ich. And you're here and you're alive. So clearly you won the fight, which is incredible. The Queen's reaction when she finds out. Oh, this brings a huge smile to my face. How do you do it? QB, sie hat es nie geschafft. Oh no. No. My poor little girl. I should have been there for you. Sie ist im Kampf gegen die Königin gestorben. She was always the best of us. I should be more like her. I'm going to bury her. I'm going to give her peace. And then I'm going to make peace with my own past too, you know? I can't forgive myself for my mistakes, but I can learn from them. That's what she would have wanted. Not for me to be sad, but to celebrate our friendship, to celebrate what it stood for. Here, I want you to have this. A friendship bracelet that QB made for me once. I think she would have wanted you to have it. Auf jeden Fall. I don't need blue thread to remind me of what we shared. She lives in me now. And if I could give you some advice? Ja, das wäre nicht schlecht. The bond you and your Dice share, it's important and the friendship will define both your lives. Don't let anyone keep you apart. You belong together. Even had brought closure to the old Dice wielder. And in doing so, given him new motivation for his future. The blue thread in her hand seemed to pulsate with warm magic. It was oddly comforting, actually. So. Und blickt's.
Da ist der blaue Faden. In diesem blauen Faden scheint eine warme, behagliche Magie zu pulsieren. Perfekt. Gut. So, ja, Leute. Ich glaube, für heute soll es das wieder mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir die Fäden abgeben. Und zwar müssen wir zur Wahrsagerzelle. Vielen Dank. Liked mich, abonniert mich, kommentiert mich oder liked mich nicht, wie ihr wollt. Würde mich über alles freuen. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.